Dann erzählen Sie uns mal, Sie alter Gauner, welchen Coup Sie diesmal gelandet haben. Die mir angeborene Bescheidenheit verbietet mir, Sie der Spannung zu berauben. Nur so viel. Es wird sogar einem abgebrühten Unternehmer wie Ihnen den Atem stocken lassen. Allenfalls, wenn Sie mir die morgigen Börsenkurse im Voraus sagen, dann vielleicht. Ach, Tompkins, wenn Sie nicht immer nur die Finanzseiten der Times lesen würden, wüssten Sie, warum wir hier sitzen. Und Herrgott nochmal, können Sie den abscheulichen Qualm nicht woanders hinpusten? Ich lese nie die Aktienkurse der Times. Aber ich muss gestehen, ich weiß trotzdem nicht, warum unser Freund Meredith uns eingeladen hat. Freund? Das können Sie auch nicht wissen, meine liebe Miss Rutherford. Denn auch die Times hat keinen blassen Schimmer von der Sache. Absolutes Stillschweigen war oberstes Gebot. Und jeder, der anderes behauptet, ist ein Aufschneider. Was wollen Sie denn damit andeuten? Aber, meine Herren, Sie wollen in Anwesenheit der Dame doch nicht unseren Ruf als Gentleman ruinieren, oder? Nein, gewiss nicht. Gut, dann werde ich jetzt das Geheimnis lüften. Sogar im Safe haben Sie es weggeschlossen. Und Sie werden gleich erfahren, dass dies keine übertriebenen Vorsichtsmaßnahmen sind. Meine lieben Freunde, in dieser unbedeutend anmutenden Holzschatulle ruht ein Exponat, das den gesamten Wert dieses Museums bei weitem übertrifft. Was nicht schwierig sein dürfte. Mir als Direktor ist es gelungen, etwas vom Glanz des ewigen Feuers einzufangen. Das ist wieder einmal typisch. Dabei hatte ich Sie extra gebeten, diesmal pünktlich zu sein. Wenn Sie mich kurz entschuldigen würden. Es kommt noch jemand. Es ist fast 8. Oh, das können Sie ja noch gar nicht wissen. Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, hat der liebe Meredith etwas, sagen wir mal, erworben, was so gar nicht zu seinem Museum passt. Böse Zungen behaupten, es passe auch nicht zu ihm. Das scheint mir beinahe interessanter zu sein als das, was in dieser Schachtel liegt. Sie ist das genaue Gegenteil unseres geschätzten Gastgebers. Vor allem aber, ach, bilden Sie sich selbst ein Urteil. Tja, Gegensätze ziehen sich ja nun mal bekanntlich an. Ich bin sehr gespannt, was Sie von ihr halten. Oh, endlich ein Gesicht, das ich noch nicht kenne. Sie müssen diese Krimi-Tante sein, von der Charles mir erzählt hat. Krimi-Tante? Na, hab ich zu viel versprochen? Charles hat mir Zeitungsberichte gezeigt, die vor Mord und Totschlag nur so triefen. Und in allen taucht immer wieder ihr Name auf. Ich wusste gar nicht, dass Sie sich derart dafür interessieren, Charles. Nehmen Sie es nicht persönlich, meine Liebe. Er ist ein Archivar durch und durch. Sämtlichen Krempel muss er aufheben und in irgendeine Glasvitrine stecken. Ich gehöre Ihrer Meinung nach also zur Kategorie Krempel. Nein, so meinte ich das natürlich nicht. Wenn ich bedenke, dass ich heute eigentlich in den Club wollte, was ich da alles versäumt hätte, köstlich. Miss Rutherford, ich darf Ihnen also Miss Slater vorstellen. Freut mich. Ganz meinerseits. Es tut gut, ein bisschen Schwung in diesen angestaubten Zirkel zu bringen. Das finde ich auch. Ah, und da ist ja auch der unvermeidliche Tompkins. Schwergewicht und Schwerverdiener. Sie sagen es. Guten Abend, Miss Slater. Und seine Griesgrämigkeit, Dr. Alice. Das, was Sie gemeinhin als griesgrämig bezeichnen, nennt man in meinen Kreisen distinguiert. Aber das dürfte Ihnen gewiss unbekannt sein. Tut mir leid, dass ich als Leiterin des Tierparks nicht fein genug bin, um solche Unterschiede zu erkennen. Schon vergeben, meine Gute. So, nachdem wir uns nun alle begrüßt haben, was gibt's denn so Unaufschiebbares, dass ich heute extra nur 10 Minuten zu spät gekommen bin? Ihnen hat es Charles auch nicht verraten? Lieber hätte er sich die Zunge abgebissen. Nicht wahr, Darling?
Aber Betsy, du kannst doch nicht... Dich küssen? Warum denn nicht? Geben Sie es auf, Charles. Gegen die Liebe ist glücklicherweise noch kein Kraut gewachsen. Und gegen die Jugend auch nicht. Oh, albern. Ich unterbreche ja nur ungern, aber das ist bereits meine dritte Zigarre heute Abend. Und wenn Sie nicht bald das Geheimnis dieser ominösen Schachtel lüften, wird es in den Schwaden dieser wirklich ausgezeichneten Havanna wohl auch nicht mehr zu entdecken sein. Sie haben ganz recht, Ronald. Betsy, bitte nimm Platz, damit wir anfangen können. Natürlich, Herr Direktor. Wo war ich doch gleich? Das mit dem Glanz und Feuer hatten Sie schon. Richtig. Also, der Träger des Museums teilte mir unlängst mit, dass wir ein Exponat bekämen, das binnen kürzester Zeit zum Publikumsmagneten werden dürfte. Noch mehr verstaubte, ausgestorbene Tiere aus einem privaten Nachlass? Dazu passen aber Glanz und Feuer überhaupt nicht. Der Gegenstand in dieser unscheinbaren Schachtel ist einzigartig. Die großzügige Leihgabe eines australischen Millionärs, der hier in Woking seine Wurzeln hat und ungenannt bleiben möchte. Vor 2 Tagen wurde mir diese verschlossene Schachtel von einem Kurier übergeben. Heute bekam ich per Post den dazugehörigen Schlüssel. Aber genug der Worte. So. Man sieht ja nichts. Das werden Sie gleich. Und dann werden Ihnen die Augen übergehen. Denn mit über 173 Karat ist er der einzige... Darling. Meine Hand. Etwas hat sich in meine Hand gebohrt. Du willst uns doch auf den Arm nehmen, oder? Oh Gott. Oh Gott. Nein. So ziehen Sie sie doch aus. Es geht nicht. Los, Tompkins. Packen Sie mit an. 1, 2, 3. Oh. Mein Gott, eine Schlange! Auf den Tisch, schnell! Mir wird schwindelig. Rasch, helfen Sie Charles hoch! Zeig mir deine Hand. Wo ist das Biest hin? Dort hinten, bei der Tür. Sie ist raus auf den Flur. Schnell, einer muss die Tür schließen. Gut, dann mache ich es eben selbst. Feine Gentlemen seid ihr. Was soll das heißen? Wir sind in Sicherheit. Wir sitzen in der Falle. Wie sollen wir hier wieder rauskommen, wenn draußen dieses Untier rumkriecht? Wie wäre es mit den Fenstern? Einen beherzten Satz aus dem Erdgeschoss traue ich sogar mir zu. Mag ja sein, aber Sie sollten mal genau hinsehen. Die Fenster sind vergittert. Das wird jetzt noch mal kurz wehtun, Darling. So. Ich hoffe, dass ich das Gift jetzt nicht mehr ausbreiten kann. Zumindest vorläufig nicht. Das war eine Klapperschlange, nicht wahr? Ja, eine rote Diamantklapperschlange, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann braucht Charles schnellstens ein Gegengift. Der Biss dieser Tiere kann meines Wissens nach tödlich enden. Welche Ironie. Wie meinen Sie das? In dem Paket hätte eigentlich ein Diamant liegen sollen. Der größte ungeschliffene rote Diamant, der jemals gefunden wurde. Stattdessen... Eine rote Diamantklapperschlange. Wer in aller Welt soll einen Grund haben, sie aus dem Weg zu räumen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Offensichtlich der Absender dieses Paketes. Der wirklich ungenannt bleiben möchte. Kein Hinweis auf den Absender. Ich sehe alles verschwommen. Dr. Ellis, wir brauchen sämtliches Eis aus der Bar. Ja, aber... Und unsere Drinks? Sie werden Ihren Whisky halt ausnahmsweise mal ohne Eis trinken. Die Bisswunde muss gekühlt werden. Wenn Sie meinen... Betsy, wickeln Sie etwas von dem Eis in eine Serviette und legen Sie es auf den Handrücken. Und Sie, Charles, zeigen mir mal den Biss. Hier. Sie hatte sich ordentlich festgebissen. Dr. Ellis, reichen Sie mir bitte mal das Telefon. Das Telefon? Das Telefon, natürlich! Ach, das hatte ich völlig vergessen. Was sind wir nur für Trottel? Das Telefon? Ja, das Telefon. Ist unterbrochen.
Unterbrochen? Wieso unterbrochen? Bitte, überzeugen Sie sich selbst. Tatsächlich. Tot. Ein Begriff, der für meinen Geschmack zu oft genannt wird. Oh, bitte entschuldigen Sie. Da sehen Sie, das Kabel wurde aus der Wand gerissen. Aber wer sollte denn den Telefonanschluss unterbrechen? Vielleicht derselbe, der Charles eine Klapperschlange geschickt hat. Was ist jetzt los? Was ist mit dem Licht? Und der möglicherweise näher ist, als wir glauben. Ach. Endlich wieder Licht. Beschweren Sie sich nochmal, dass ich Zigarre rauche. Ronald, dort hinten steht ein Kerzenleuchter. Was machen wir jetzt? Das Telefon ist hin und da draußen lauern eine Schlange und jemand, der das offenbar alles eingefädelt hat. Einen Augenblick. Was um Himmels Willen haben Sie vor? Nicht das, was Sie denken. So, und jetzt lassen Sie uns Pläne schmieden. Ich muss sagen, dass ich Sie all die Jahre unterschätzt habe. Wie meinen Sie das denn? Zigarren und Whisky, ja. Aber ein Revolver. Den trage ich als Gegengewicht zu meiner schweren Brieftasche. Eine Taschenlampe wäre mir jetzt lieber. Das Kerzenlicht wird sofort geschluckt. Sagen Sie mal, mein Kind, sind diese Tiere eigentlich sehr aggressiv? Ich meine Klapperschlangen. Klapperschlangen? Nein, eigentlich nicht. Sie besitzen nicht umsonst die Rassel am Ende ihres Körpers. Damit signalisieren sie ganz deutlich, wann es wirklich gefährlich wird. Rücksichtnahme, die wir von dem Eindringling sicher nicht erwarten dürfen. Wo zum Teufel versteckt sich der Kerl? Ich frage mich vielmehr, warum er sich überhaupt versteckt. Das ist fast so wie damals auf dem Schiff. Erinnern Sie sich? Natürlich erinnere ich mich. Charles hat mir nie erzählt, wie sie vier sich damals kennenlernten. Das war während einer Kreuzfahrt. Hm. Wir vier saßen während der Reise am selben Tisch im Speisesalon als... Ich glaube, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um alte Geschichten aufzuwärmen. Ganz Ihrer Meinung. Das kam entweder von dort hinten oder aus einer der oberen Etagen. Gut. Dann bleiben Sie beide jetzt einen Schritt hinter mir. Was will dieser Kerl denn nur von uns? Das werden wir ihn gleich fragen. Der Gang macht eine Biegung. Haben Sie den Revolver entsichert? Natürlich. Vorsicht jetzt! Nicht, dass er direkt hinter der Ecke auf uns lauert. Dann erlebt auch er sein Blaues. Er steht mitten im Gang. Aber... Der ist ja mindestens 2 Meter groß. Hauptsache, er ist nicht kugelsicher. Sie da, nehmen Sie sofort die Hände hoch. Ich bin bewaffnet. Der rührt sich nicht. Ich muss Sie warnen, ich scherze nicht. Wer da steht und zu uns rüberstarrt. Das ist Ihre letzte Chance. Nehmen Sie die Hände hoch. Vielleicht versteht er unsere Sprache nicht. Aber diese Sprache wird er sicher verstehen. Sie haben ihn verfehlt. Auf die Entfernung? Unmöglich. Aber er zeigt nicht die kleinste Reaktion. Das wollen wir doch mal sehen. Wieder daneben. Hält der Kerl uns zum Narren? Warten Sie, Ronald. Warum? Ich habe noch 3 Kugeln. Die sollten Sie sich aufheben. Was wollen? Bleiben Sie in Deckung. Ich hatte recht. Er versteht unsere Sprache nicht. Das... Kommen Sie. Überzeugen Sie sich selbst. Ivan der Schreckliche. Wir sind in einem Museum. Schon vergessen? Ich habe Ivan den Schrecklichen erschossen. Miss Slater, sehen Sie sich das an. Wir sind auf eine Wachsfigur reingefallen. Miss Slater? Wo ist sie denn hin? Sie war doch eben noch hinter Ihnen. Ja, aber jetzt ist sie weg. Ich glaube... Wir haben es mit einem sehr gerissenen Gegner zu tun. Mit einem unsichtbaren, wenn Sie mich fragen. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Und ich habe nur noch 3 Schuss in der Trommel.
schnell. Das vereinbarte Klopfzeichen. Verflixt, wo bleibt der denn? Da. Das wurde auch Zeit. Ich habe Schüsse gehört. Das waren wir. Dann habt ihr den Kerl erwischt? Naja, nicht so ganz. Wo ist Miss Slater? Das wissen wir nicht. Das wissen Sie nicht? Aber Sie sind doch zusammen los, um nach diesem... Mervyn, wir haben Sie unterwegs verloren. Ich kann Ihnen nicht sagen, was passiert ist. Wir müssen davon ausgehen, dass unser Gegner Sie in einem unbeobachteten Moment gepackt und weggeschleppt hat. Also, das klingt in meinen Ohren ein wenig seltsam. Wenn Sie dabei gewesen wären, würden Sie anders darüber denken. Tut mir leid, aber ich hatte alle Hände voll zu tun. Wie geht es Charles? Ich fürchte, er hat das Bewusstsein verloren. Dann müssen wir schleunigst hier raus und Hilfe holen. Wo ist er? Ich habe ihn in den kleinen Raum nebenan gebracht. Dort steht ein Sofa. Ich werde mal nach ihm sehen. Haben Sie sich geschnitten? Sie bluten. Ich? Ach, da, am Finger. Mir ist ein Glas runtergefallen. Das ist nichts. Das hört schon wieder auf. Na, wenn's Whisky war, dürfte es sich ja nicht entzünden. Charles, kannst du mich hören? Mein Gott, er hat eiskalten Schweiß auf der Stirn. Und sein Puls rast. Er muss doch irgendwo die Schlüssel haben. Dann vielleicht draußen in seinem Schreibtisch. Charles, du musst durchhalten, hörst du? Warte, ich werde dir neues Eis auf die Hand legen. Zeig mir mal deine Hand. Was ist das denn? So, jetzt wird es gleich schön kühl. Ich bin wieder nebenan. Mach keine Dummheiten, verstanden? Oh, Glassplitter. Die sind aber winzig. Na, wenn das Whisky war. Wie geht es ihm? Ich bin keine Ärztin. Aber ich glaube, sein Zustand verschlechtert sich rapide. Ja, wenn er noch eine Chance hat, dann die, dass wir ihn schnell hier rausbringen. Er muss in ein Krankenhaus. Ich habe seine Kleidung nach dem Schlüssel durchsucht. Er hatte ihn aber nicht bei sich. Dann ist er sicher hier irgendwo. Los, Alice, hilf mir suchen. Er muss das Ding doch irgendwo hier hingelegt haben. Es gäbe noch eine andere Möglichkeit. Ja, und die wäre? Vielleicht hat Miss Slater den Schlüssel. Meine Liebe, ich kenne Charles jetzt seit gut 25 Jahren. Wenn er etwas nicht getan hätte, dann seinen Schlüssel aus der Hand gegeben. Nein, das kann ich mir bei ihm ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Ich auch nicht. Aber Tatsache ist nun mal, dass der Schlüssel nicht da ist. Es muss doch einen Weg raus aus diesem Gebäude geben. Gut, überlegen wir. Sämtliche Fenster im Erdgeschoss sind vergittert und die Türen sind abgeschlossen. Wir könnten eine Scheibe einwerfen. Die Alarmanlage macht doch bestimmt so viel Krach, dass man auf uns aufmerksam wird. Gewiss, aber ohne Strom. Ach, verflixt. Bliebe noch die Möglichkeit, sich aus dem ersten Stock abzuseilen. Und Charles? Der muss so lange hier bleiben, bis die Infanterie hier ankommt. Das klingt alles danach, dass Sie der Geeignetste für diese Aufgabe wären. Ja, jetzt, wo Sie es sagen. Ich könnte auch meinen Revolver am offenen Fenster abfeuern. Das hört doch bestimmt jemand. Die nächsten Wohnhäuser sind kaum eine halbe Meile die Straße runter. Haben Sie noch Munition dabei? Ja, nur die Kugeln in meinem Revolver. Dann sollten Sie die sparsam einsetzen. Ich halte die Idee von Dr. Ellis immer noch am besten. Dann brauche ich aber den Revolver. Das denke ich auch. Ach, und warum? Weil es in diesem Museum ein Ungezieferproblem gibt. Von zweibeiniger und kriechender Natur. Schon vergessen? Also schön. Hier. Bitte sehr. Und was machen wir, wenn's Ellis auch erwischt?
Das alles kommt mir vor wie ein böser Traum. Eben noch saßen wir in gespannter Erwartung, was Meredith uns wohl zeigen wollte. Und im nächsten Augenblick bangen wir um unser Leben. Es muss mehr dahinter stecken. Mehr? Das war kein anonymer Anschlag auf das Leben von Charles Meredith. Und warum nicht? Sie sagten doch selbst, dass Sie ihn seit 25 Jahren kennen. Viel besser als ich. Sieht so ein Mann aus, der Feinde hat? Ich meine, Todfeinde. Nein. Wenn ich drüber nachdenke, es klingt absurd. Charles handelt immer korrekt und mit gleichbleibender Höflichkeit. Alles an ihm ist vorhersagbar. Naja, bis auf die quirlige Miss Slater. Irgendjemand muss Wind von der Sache mit dem Diamanten bekommen haben. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen. Aber warum macht sich dieser jemand neben dem Diebstahl die Mühe und versucht, den Empfänger mit einer Schlange umzubringen? Perfiderweise auch noch mit einer roten Diamantklapperschlange. Das ist mir auch rätselhaft. Beunruhigender finde ich allerdings, dass der Plan unseres Täters noch weiter zu gehen scheint. Warum sonst wäre er hier? Die Kerzen sind schon ziemlich runtergebrannt. Wir sitzen bald im Dunkeln. Nebenan habe ich noch einen Kerzenständer gesehen. Ich hole ihn. Ronald hat recht. Irgendwas stimmt an der Sache nicht. Aber was? Nicht gefunden? Direkt auf dem Sideboard neben dem Sofa. Charles ist tot. Er hatte keine Chance. Das hat er nicht verdient, so zu sterben. Und dann die arme Miss Slater. Wer weiß, was ihr inzwischen zugestoßen ist. Hoffentlich kommt Mervyn durch und holt Hilfe. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir unser Schicksal wieder selbst in die Hand nehmen, Ronald. Bitte? Aber wir sind gänzlich unbewaffnet. Und unser Gegner ist blitzschnell und lautlos noch dazu. Wir müssen uns auf die Suche nach Miss Slater machen. Irgendwas sagt mir, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Mag ja sein. Aber wir haben dennoch keine Waffen. Ivan, der Schreckliche, trug ein Schwert an seiner Seite. Und an der Wand hingen Hellebarden und Morgensterne. Soll ich jetzt vielleicht Morgenstern schwingend über die Flure ziehen und nach Miss Slater rufen? Der Einzige, den ich mit so einem Ding verletzen würde, wäre ich selbst. Sie werden sich halt vorsehen müssen. Und wenn der andere auf uns schießt? Hat er bisher ja nicht. Na, das beruhigt mich aber ungemein. Sie wollten doch vorhin auch noch hier raus. Ja, aber jetzt ist Mervyn unterwegs. Ich bin sicher, er schafft es. Machen Sie, was Sie wollen. Notfalls suche ich Miss Slater auch ohne Sie. Das war nicht das vereinbarte Klopfzeichen. Nehmen Sie den Kerzenleuchter und stellen Sie sich links neben die Tür. Mit dem Rücken zur Wand. Und weiter? Ich werde die Tür aufschließen. Sollten wir vielleicht nicht erst mal nachfragen, wer da draußen ist? Dann haben wir aber das Überraschungsmoment nicht mehr auf unserer Seite. Also kommen Sie. Bitte sehr. Aufgepasst. Ich schließe jetzt die Tür auf. Sollte jemand da reinkommen, den wir nicht kennen, schlagen Sie zu. Na wunderbar. Eins, zwei, drei. Betsy! Miss Slater! Rasch, kommen Sie herein. Wie kommen Sie her und wo waren Sie? Kommen Sie, Kindchen. Setzen Sie sich erstmal. Ich bin ihm entkommen. Wohin hat er Sie geschleppt? Runter in den Keller. Ich konnte kaum die Hand vor Augen sehen. Dann haben Sie sein Gesicht nicht erkennen können? Nein. Verdammt! Wo ist Charles? Es tut mir sehr leid, Betsy. Er ist dem Biss der Schlange erlegen. Jetzt schon? Aber das kann nicht sein. Seien Sie unserer aufrichtigen Anteilnahme versichert. Charles? Nein, Charles! Du kannst nicht tot sein! Es gab leider nichts, was wir für ihn hätten tun können. Aber wie ist denn das möglich? Die Schlange hatte sich ja regelrecht in seine Hand verbissen. Dadurch muss eine größere Menge an Gift in sein Blut geraten sein. Nein, das ist unmöglich, hören Sie? Unmöglich! Die Arme, sie ist ganz außer sich. Du kannst nicht tot sein, Darling. Nicht wegen der Schlange. Kommen Sie, Ronald.
Lassen wir sie für einen Moment allein. Ich stelle fest, dass ich den guten alten Charles wohl doch unterschätzt habe. Inwiefern? Vorsichtig ausgedrückt. Ich glaube nicht, dass meine Frau meinetwegen nur einmal kurz die Stimme erheben würde. Wir sollten ihr keine Gelegenheit geben, es unter Beweis zu stellen. Sie wollen immer noch abhauen? Ja. Und Alice? War das Ihr Revolver? Ja. Den würde ich unter 100 anderen raushören. Dann bleibt ihm jetzt noch ein Schuss übrig. Verdammt, was ist da nur los? Mervyn muss unserem Widersacher begegnet sein. Hoffentlich war er erfolgreicher als wir. Oh, das hört sich nicht gut an. Über eine Stunde ist jetzt vergangen. Wie spät ist es jetzt? Gleich eins. Dann müssen wir wohl annehmen, dass Mervyn etwas zugestoßen ist. Das dauert noch ewig, bis es endlich hell wird. Gut. Dann zurück zu Plan A. Schwert und Morgenstern? So ist es. Ich hole Betsy und dann machen wir, dass wir hier wegkommen. Langsam bereue ich es doch nicht, in den Club gegangen zu sein. Das werden Sie nachholen. Da bin ich mir nicht so sicher. Sie ist weg. Ach, machen Sie mich nicht schwach. Wie kann das denn jetzt angehen? Charles liegt noch so da, wie wir ihn verlassen haben. Dieser Raum hat weder Fenster noch Türen. Sie kann sich doch nicht einfach in Luft auflösen. Sind Sie sicher? Was ist denn das für eine Frage? Sie hat sich doch schon einmal in Luft aufgelöst. Ich muss Sie korrigieren. Sie wurde gepackt und weggeschleppt. Hat sie Ihnen das gesagt? Natürlich nicht. Sie hat doch vorhin kaum zwei Worte geredet, als sie hier plötzlich wieder in der Tür stand. Sie verschwindet, taucht plötzlich wieder auf und verschwindet wieder. Ja, wahrscheinlich ist sie eine Hexe. Los, hauen wir ab, solange wir es noch können. Helfen Sie mir suchen. Wonach denn? Nach einer Klappe im Boden oder Ähnlichem. Das ist doch albern. Als ob es hier geheime Falltüren oder sowas gäbe. Die Theorie, dass sie eine Hexe sei, halte ich für wesentlich unwahrscheinlicher. Das ist fester Parkettboden, da ist nichts hohl. Oh. Was war das? Ich glaube, Sie haben sie bereits entdeckt, dank Ihres Gewichtes. Bleibt festzuhalten, dass sich bereits zwei meiner Laster am heutigen Abend als hilfreich erwiesen haben. Hier sind haarfeine Fugen und da... Das Hölzchen lässt sich anheben. Und schon kommt eine Luke zum Vorschein. Eine Treppe nach unten. Was soll das alles? Ich bin sicher, das werden wir erfahren, wenn wir diesen Stufen folgen. Also dann doch eher Plan B? Richtig. Unser Weg führt nach unten. Großartig. Ich werde sicherlich stecken bleiben. Kellerraum. Alles ist völlig verstaubt. Bis auf die vier Koffer dort in der Ecke. Überseekoffer. Sehen wir zu, dass wir wieder nach oben kommen. Schließlich treibt sich hier unten irgendwo dieser Halsabschneider rum. Der die arme Miss Slater gleich zum zweiten Mal entführte. Das glauben Sie doch selbst nicht. Ich weiß auch nicht mehr, was ich glauben soll. Ich will nur noch raus hier. Psst. Leise. Da ist was. Klingt. Als würde hier jemand eifrig putzen. Naja, warum auch nicht? Mitten in der Nacht im Keller, im Museum. Ich sehe, Sie finden so langsam Ihren Humor wieder. Es kommt von da vorn. Da leuchtet jemand mit einer Taschenlampe. Jemand, den wir kennen. Alice, oh mein Gott, Sie leben! Oh, Teufel auch. Dem Geruch nach zu urteilen, hantieren Sie hier mit Benzin. Wollen Sie einen größeren Fleck entfernen? Den auf Ihrer weißen Weste bekommen Sie damit aber nicht runter. Was zum Henker machen Sie da, alter Junge? Das kann ich Ihnen sagen. Er trifft Vorbereitungen, um Spuren zu beseitigen. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ich bin gerade hier unten zu mir gekommen und gegen diese Kanister gestoßen. Das ist Unsinn. Sie waren nie bewusstlos. Denn Sie sind unserem mysteriösen Fremden nie begegnet. Ist er nicht? Aber er hat doch auf ihn geschossen. Dreimal sogar. Ja, aber auf ein Phantom, nicht wahr? Den Fremden, der die Klapperschlange geschickt hat, hat es nie gegeben, richtig?
Ja, und ob es ihn gab. Oben im ersten Stock bin ich ihm begegnet. Ich habe auf ihn geschossen, aber in der Dunkelheit habe ich ihn wohl verfehlt. Natürlich. Aber den armen Charles haben Sie nicht verfehlt. Charles? Wieso Charles? Das kann ich Ihnen sagen. Dr. Mervyn Ellis hat unseren gemeinsamen Freund Charles Meredith umgebracht. Haben Sie den Verstand verloren, Miss Rutherford? Es war die Schlange, die ihn auf dem Gewissen hat. Die Schlange? Die rote Diamantklapperschlange? Was weiß ich, was das für ein Vieh ist? Nein, die Schlange war es nicht. Sie waren es. Och, lächerlich. Wie wollen Sie mir das denn nachweisen? Das kann ich Ihnen sagen. Ich sah den Schlangenbiss zweimal. Kurz bevor wir Sie mit dem Verletzten allein ließen und dann nach Ihrer Behandlung. Beim ersten Mal sah ich zwei Bissverletzungen, dann, als Charles ohne Bewusstsein war, hatte er mit einem Mal drei Einstichpunkte auf dem Handrücken. Der dritte stammt vermutlich von der Kanüle, mit der Sie ihm das Gift in den Körper spritzten, richtig? Ich stelle mir das ungefähr so vor. Woher hast du auf einmal die Spritze? Nun, als Arzt muss ich dir doch schließlich helfen, oder? Ja, aber was ist da drin? Ein Mittel, das dir helfen wird, noch überzeugender zu sein. Komm her! Verdammt, Mary! Lass sofort meine Hand los! Es ist nur ein kleiner Pilz. Sag mir erst, was da drin ist! Sonst nicht. Ein Wahrheitsserum. Du wirst es gleich merken. Und schon verwandeln sich deine Lügen in Wahrheit. Beim Aufsammeln der Scherben haben sie sich geschnitten. Kein Wunder, dass sie es vorzugen, die Wunde ausbluten zu lassen. Warum sollte Mervyn Charles mit einer Giftspritze umbringen? Wegen der banalsten Motive, die die Kriminalgeschichte kennt. Der Gier nach Reichtum und der unerfüllten Liebe zu einer Frau. Nicht wahr, Miss Slater? Sie können jetzt rauskommen. Wie lange wussten Sie es schon? Die ist auch hier? Nun, anfangs war ich mir nicht sicher und glaubte, sowas könnte überall passieren. Nicht aber im Kreise meiner Bekannten. Ein Irrtum. Es gab viele Einzelbilder, die aneinandergereiht einen klaren Film ergeben. Einen Mordfall. Erst einen vorgetäuschten und dann einen echten. Ich höre. Und da kann wirklich nichts schiefgehen. Darling, ich sagte dir doch schon, ohne Giftzähne ist der Biss völlig harmlos. Aber es wird sicher ganz schön wehtun, nehme ich an. Dafür werden wir beide fürstlich entlohnt werden. Du musst nur sehen, dass du deine Vorstellung nicht übertreibst. So ein Biss wirkt erst nach einiger Zeit tödlich. Manchmal können Stunden vergehen. Keine Sorge. Ich werde erst in deinen Armen sterben. Die Schlange stammt natürlich aus Ihrem Tierpark. Anfangs war ich noch von Ihren Fähigkeiten beeindruckt, dass Sie innerhalb so kurzer Zeit ein Reptil bestimmen können. Das Tier fällt aus der Schachtel, sucht das Weite und Sie wissen sofort, um welche Art Klapperschlange es sich handelt. Das war aber nicht der einzige Fehler in Ihrer Vorstellung. Als Sie erfuhren, dass Charles wirklich tot ist, waren Sie alles andere als überzeugend. Sie waren mehr verwundert, ja regelrecht wütend, dass er offenbar doch durch den Biss gestorben ist. Dabei hatten Sie beide doch alles so schön mit dem Diamantenraub geplant. Verdammt, wo hat er den Klunker denn nur versteckt? Suchst du das hier? Mervyn, wie kommst du denn hier rein?
Durch den geheimen Notausgang. Ich bin da unten auf eine Menge Benzinkanister gestoßen. Keine Spuren, keine Leiche, keine Beweise. Wie? Gib mir den Diamant. Na, 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 wer wird denn? Und du solltest lieber leise sein, sonst hört man uns. Und dann müsste ich noch zwei Menschen umbringen, vielleicht sogar drei. Aber das hängt ganz von dir ab. Du hast Charles umgebracht. Ich? Aber nein, das war eure komische Schlange. Tut mir leid, aber ich wurde bei meinem letzten Besuch unfreiwilliger Zeuge. Was hattet ihr euch doch gleich ausgedacht? Einen unheimlichen Paketmörder, der statt eines Diamanten eine Schlange schickt? Und damit ihr auch Zeugen habt, ladet ihr mich, den Dicken und die alte Schachtel ein. Wir haben alle gesehen, dass in dem Paket kein Diamant war. Es gab nie einen. Und warum sollte man an dem ehrenwerten, langweiligen Charles Meredith zweifeln? Er würde nie seinen Tod vortäuschen, um mit der Beute durchzubrennen, an seiner Seite eine junge Frau. Nein, ein geheimnisvoller Mörder, der im Museum herumläuft, ist da viel glaubhafter. Euren Mörder habe ich übrigens eben gesehen. Er mich aber nicht. Was hast du jetzt vor? Nun, wie wär's mit zwei Toten? Ich sterbe auch. Nur komme ich trotzdem davon. An deiner Seite. Darum geht es jetzt also. Natürlich, Darling. Es geht immer nur darum. Überleg nicht zu lange. Wir haben uns gegenseitig in der Hand. Nur, ich habe Charles Schlüssel. Und den roten Diamanten. Ach. Im Übrigen trägt ein Gebissener 4 Wundmalungen, nicht nur 2. Es sei denn, der Schlange fehlen 2 Zähne. Und übrigens, erstaunlich, dass ein Australier eine amerikanische Schlange verschickt, oder? Diese Klapperschlangen kommen meines Wissens nicht in Australien vor. Charles hat sie unterschätzt. Er hätte vielleicht mehr zwischen den Zeilen der Zeitungsartikel lesen sollen, mein Kind. Schade. Und dabei stehen da hinten schon die Koffer bereit. Dann ist sie vorhin auch einfach leise getürmt und hat sich versteckt. Und Charles hat seinen eigenen Telefonanschluss aus der Wand gerissen. Schon lange bevor wir bei ihm saßen, Ronald. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Einerseits ziehe ich meinen Hut vor so viel Einfallsreichtum. Ich hätte Charles sowas nie zugetraut. Niemand hätte das. Und doch. Eine junge Frau plötzlich an seiner Seite. Vielleicht ist in seinem Leben plötzlich etwas in Unwucht geraten und zwang ihn, aus seinem Phlegma auszubrechen. Er hat teuer dafür bezahlt. Ja, das Leben ist sicher mehr wert als der größte rote Diamant der Welt. Und wie geht's jetzt weiter? Ich würde sagen, ihr beide nehmt jetzt mal die Hände hoch. Mervyn, ich sag's dir ja nur ungern, aber die Bleispritze ist alle. 6 Schuss, mehr ist nicht drin. Ich dachte auch eher an das hier. Seht mal genau auf den Boden und sagt mir, was ihr seht. Benzin. Richtig. Das ist während der überaus gescheiten Reden von Miss Neunmal Klug Rutherford bis unter eure Schuhe gelaufen. Was glaubt ihr passiert, wenn ich das Feuerzeug jetzt fallen lasse? Du wärst ein dreifacher Mörder. Betsy, hast du dir das auch genau überlegt mit dem Kerl? Der ist eiskalt. Ja, glaubst du denn, sie ist es nicht? Ich musste sie nicht lange davon überzeugen, an meine Seite zu kommen. Da war der liebe Charles noch warm. Ich habe nun mal eine Schwäche für Reichtum und Luxus. Also, ihr bewegt euch nicht von der Stelle, verstanden? Verstanden. Ausgezeichnet. Komm, Darling. Ja, los. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die beiden uns laufen lassen werden. Nicht? Gegenfrage. Würden Sie das tun? Naja. Was habe ich gesagt? Schnell zurück, bevor die auf die Idee kommen, oben die Luke zuzumachen.
Super. Ein Segen. Das Ding ist noch offen. Frauen und Kinder zuerst. Oh, bitte sehr. Bitte sehr. Treten Sie zur Seite. Was für ein Qualm. Wir müssen schleunigst hier raus. Sie neigen zu Wiederholungen, mein Bester. Ja. Und das wird für lange Zeit das letzte Mal gewesen sein, dass ich ein Museum besucht habe. Raus! Auf den Flur! Mein Gott, das Feuer frisst sich schon durch den Boden. Da vorn, die Flammen züngeln durch die Ritzen. Die Treppe rauf! Zur Afrika-Ausstellung. Jetzt! Ich glaube, wir laufen in unsere eigene Falle. Sehen Sie mal, wer da läuft! Denen hat das Feuer den eigenen Rückweg abgeschnitten. Hey, Alice! Warte auf mich, damit ich dir die Abreibung deines Lebens verpassen kann! Weg sind sie! Hier schnappen wir uns! Halten Sie mich ruhig für altmodisch. Aber ich würde doch lieber die Flucht aus der Feuerfalle vorziehen. Was? Jetzt komme ich so richtig in Fahrt. Die schnappen wir uns. Da hängen Degen an der Wand. Die werden wir auch brauchen, fürchte ich. Sehen Sie mal. Komm zurück. Mit Säbeln. Wir haben da hinten einen netten Ausgang über einen Balkon gefunden. Leider müssen wir uns vorher vergewissern, dass ihr uns nicht folgt. Ich nehme die Krimi-Tante. Einverstanden. Und los. Mimi! Fangen Sie auf! Oh Gott! Was zum Teufel ist denn hier los? Wer bitte sind Sie denn? Sie müssen ein bisschen lauter sprechen. Wer sind Sie? Wer ich bin? Ich bin Hoskins, der Nachtwächter. Nachtwächter? Der ist ja stocktaub. Vermaledeit, Sie da! Legen Sie sofort die Waffen hin! Die sind über 200 Jahre alt. Was sollte das hier werden? Ein Duell im Morgengrauen? Ich werde das melden müssen. Betsy! Komm zurück! Tolle neue Freundin, Alice. Wo kommt der Rauch denn her? Das Museum brennt. Was? Sie müssen lauter sprechen. Das Museum brennt. Tatsächlich? 35 Jahre Dienst und nun brennt die Bude ab. Los, alle mir nach! Verzeihen Sie. Aber wir haben mit diesem Herrn noch ein Hühnchen zu rupfen. Was? Sie müssen... Vergessen Sie's. Der war es, der das Licht abgestellt hat. Und der hier durch die Flure gegeistert ist. Und der ist so taub, dass er noch nicht mal das Geballere gehört hat. Also, ich verschwinde dann auch. Moment! Der Diamant. Wo ist der hingerollt? Herrschaften! Los, raus jetzt! Es gibt im Ostflügel noch ein weiteres Treppenhaus mit einer Außentür. Mir nach! Nicht ohne meinen Diamanten. Wo ist er? Da vorne liegt er. Wo? Ah, da! Ah! Was ist das denn? Sieh an. Wie kommt die denn hier hin? Ich hab dich gebissen. Die rote Diamantklapperschlange. Zu schade, dass sie keine Giftzähne mehr hat. Ja, und jetzt? Die Schlange hat sich auf dem Diamanten zusammengerollt. Ganz einfach. So, wir können. Aber den hier nehmen wir mit. Ist das wirklich nötig? Ronald, bitte. Also gut. So, Hoskins. Wir können. Was? Sie müssen ein bisschen lauter sprechen. Hoskins wird vor Gericht einen großartigen Zeugen abgeben. Was meinen Sie? Ja, ist das zu fassen? Da stecken die Banausen die ganze Bude in Brand und lachen dann noch. Aber wartet, wenn erst die Polizei da ist, dann wird euch das Lachen schon noch vergehen. Los, abmachen! Brennen Diamanten eigentlich? Warum? Naja, wir zwei könnten doch hinterher, wenn das Feuer aus ist. Oh, Ronald, bitte, vergessen Sie es. Ha ha.